Morgen, meine Damen und Herren. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zum dritten Open Data Day in Berlin. Berlin ist führender IT-Standort in Deutschland und Europa. Mancher bezeichnet Berlin schon als das europäische Silicon Valley angesichts des Gründungsgeschehens, der Wachstumsdynamik der Start-up-Unternehmen, aber auch mit Blick auf Wachstum und IT-Ansiedlungen von etablierten Unternehmen. Gleichzeitig ist Berlin Sitz zahlreicher renommierter Forschungseinrichtungen im IT-Sektor und das Fraunhofer-Institut, bei dem wir heute zu Gast sind, ist dafür ein greifbares Beispiel. Herzlichen Dank, lieber Herr Professor Popescu-Celitin, dass Sie uns Ihre Räumlichkeiten für den Open Data Day zur Verfügung gestellt haben. Welches andere Bundesland, wenn nicht Berlin, sollte angesichts der Ausgangslage also den Anspruch haben, führend zu sein bei der Bereitstellung öffentlicher Daten für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Unternehmen und Forschungseinrichtungen? Es geht um den strukturierten Zugang zu öffentlichen Informationen und damit um die Möglichkeit, sich diese nutzbar zu machen. Denn Datenflut, das ist ein Thema allerorts. Strukturierte Daten, die auch einen Wert generieren, um die geht es aber im Kern. Und zu denen, die die Möglichkeit haben sollen, sich diese öffentlichen Daten nutzbar zu machen, zähle ich ausdrücklich auch die wirtschaftliche Verwertung öffentlicher Daten durch Unternehmen, die diese nutzerorientiert aufarbeiten. Im Wiener Open Data Projekt wurde ermittelt, dass die Entwicklung von 50 neuen Anwendungen einer Wertschöpfung von 275.000 Euro entspricht. Ich denke, eine solche Betrachtung sollten wir bald auch für Berlin vornehmen. Was wird neben dem Einsatz öffentlicher Mittel auch an Wertschöpfung generiert? Dies macht ein Projekt, wie wir es hier betreiben, sicherlich auch, was die Akzeptanz im öffentlichen Raum anbelangt, tragfähiger. Denn natürlich kommt es uns als federführender Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung darauf an, mehr Transparenz, mehr Partizipation und mehr Effizienz zu ermöglichen. Aber wir wollen das Projekt auch in den Dienst der Wirtschaftsförderung stellen. Die Berliner Open Data Initiative hat im letzten Jahr an Breite und Geschwindigkeit gewonnen. Zu Beginn des Monats konnten wir das Datenportal im neuen Design in den Regelbetrieb übernehmen. 100 lizenzfreie und maschinenlesbare Datensätze in 21 Kategorien stehen nunmehr bereit. Statistisch gesehen bedeutet das, dass jede Woche ein neuer maschinenlesbarer lizenzfreier Datensatz hinzugekommen ist. Noch handelt es sich im Wesentlichen um maschinenlesbare Rohdaten. Doch wächst auch das Angebot nutzerorientierter Apps, von denen mehrere bei der CeBIT 2012 ausgezeichnet wurden. Inzwischen haben sich auch einige Unternehmen, beispielsweise die BSR und der VBB, der Plattform angeschlossen. So ist der Fahrplan des Verkehrsverbundes verfügbar. Und auf diese Angebote wird es künftig ankommen, um noch mehr Nutzer zu gewinnen. Ein aktuelles Projekt möchte ich in diesem Zusammenhang nennen. Wir stellen jetzt die Liste aller Elektro-Tankstellen im Rahmen unseres E-Mobility-Projekts zur Verfügung. Damit wird eine weitere unmittelbare Nutzerfreundlichkeit geschaffen. Täglich nutzen inzwischen rund 1.000 User unser Open-Data-Angebot. Ich will nicht verhehlen, dass ich mir eine noch höhere Zahl wünschen würde. Wir wissen aber auch, dass mit der Attraktivität eines Angebots
die Zahl der User exponentiell steigt. Und insofern sind wir gefordert, kontinuierlich unser Serviceangebot für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Investoren und auch Touristen auszubauen. Und gerade im Rahmen unseres Tourismusprojekts denken wir hier insbesondere an neue Apps, die auch den Fremden in der Stadt lotsen durch Berlin und ihm damit sehr schnell das Gefühl des Zuhause-Seins geben. Die Verwaltung darf mit eigenen Projekten nicht zurückstehen. Ein gutes Beispiel für ein Projekt ist das Geodatenangebot der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt. Datenfluss, meine Damen und Herren, verträgt keine Insellösungen. Die virtuelle Welt kennt keine Grenzen. Deshalb ist es wichtig, eine Vernetzung mit Bund und Ländern zu suchen und rechtliche Hürden, die einer Harmonisierung entgegenstehen, aus dem Weg zu räumen. Berlin plant die Datenbereitstellung in einem E-Government- und Organisationsgesetz zu regeln. Wir werden hier von vornherein die enge Abstimmung mit den anderen Bundesländern und vor allem auch mit dem Bund suchen. Und ich bin sehr dankbar, dass das Bundesinnenministerium heute mit dabei ist. Gerade auch die Lizenz- und Nutzungsbedingungen müssen so harmonisiert werden, dass für Unternehmen und Medien eine verlässliche Datenquelle bereitsteht, die durch Aufbereitung, Verknüpfung und Anreicherung werthaltige Dienste für Kunden entstehen lässt. Wir stehen also trotz aller Fortschritte nach wie vor noch am Anfang und ich hoffe, dass die Workshops des heutigen Tages zahlreiche Anregungen geben für die zügige Weiterentwicklung eines bürgerfreundlichen Angebots. Hierfür uns allen viel Erfolg. Vielen Dank. Thank you.